Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Gameplay-Reihe zu State of Decay und es geht weiter. Im letzten Video, was ihr gesehen habt, habe ich Ausschau gehalten nach einem neuen Standort für unsere überlebenden Gruppe. Dann ist mir etwas Blödes passiert. Ich habe ein bisschen weitergespielt, habe es aber nicht richtig aufgenommen, deswegen haben sich einige Dinge ergeben. Ava zum Beispiel ist tot. Ich habe gegen ein paar Riesenokolyten gekämpft. Die Moral ist ganz derbe in den Keller gesaust, weil wir nämlich keine Munitionsvorräte mehr haben. Unsere Medizinvorräte gehen auch zur Neige. Ich konnte aber eine Spähmission für das Militär abschließen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wahnsinnig viel erlebt. Ihr habt es leider nicht erlebt. Es tut mir sehr leid. Wir haben ein folgenschweres Problem, und zwar gehen uns langsam die Waffen aus. Ich habe allerdings gerade den Waffenladen noch geplündert. Mit dem Waffenladen werden sich uns einige, wie soll es auch anders sein, werden sich uns einige Waffen, oder zumindest eine Waffe haben wir jetzt, dazu bekommen. Da, Läufer eingetroffen, der ist jetzt gerade da, wo ich gerade gesagt habe, ne? Also im Waffenladen ist er gerade und kontrolliert. Das ist hier hinten, das ist sehr nah an einem neuen Infektionsset, den wir gerade aufgetan haben. Ihr seht hier, Ed sucht gerade. Da ist irgendwas, hilf einen aufgeblähten Zombie zu vernichten. Ah, es ist echt viel los hier. Ablenkungsmission, locke Zombies mit Lärm an. Das kann nicht sein, da war ich doch gerade. Ich wollte eigentlich, also die ganze Dramatik war, ich wollte diese Spähmission mit Ava ja machen. Das ging dann nicht, weil sie gestorben ist. Ich habe jetzt die Ressourcen, die Ava dabei verloren hat, habe ich aufgesammelt. Das heißt, ich habe quasi Leichenfledderei betrieben. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich nämlich eigentlich hier hinten einen kleinen Krieg angefangen habe, um nicht dieses Haus, sondern, Moment, dieses Haus hier zu leeren. Da habe ich eigentlich einen ganz schönen Krieg angefangen, weil es waren ganz schön viele Zombies hier und es war vor allem ein Riesenokolyt dabei, der dann noch unterstützt wurde von einer Horde, die direkt quasi vor der Tür war. Das war dann echt ein Problem, weil ich ja eigentlich... Moment mal. I found some supplies. Yeah. Things are getting pretty hairy out there. You may need to hurry. Wo? Wo ist die Lage prekär? Ich verstehe es nicht. Wir schnappen uns jetzt mal, also wie gesagt, hier gab es richtig, richtig Ärger, weil die Zombies hier echt, eine Menge ausgehalten haben. Ich musste dann zwischendurch sogar den Charakter wechseln, um diesen Kampf gegen diese Viecher zu überstehen. Lebensmittelvorräte haben wir echt genug. Das ist etwas verwirrend. Was wir nicht haben, sind andere Ressourcen, die wir brauchen, um unsere neue Basis in der anderen Stadt aufzubauen. Genau, da fahre ich jetzt auch hin, wo die Spots sind. Ne? Hier hinten ist ein Infektionsherd. Wir fahren jetzt mal zu dieser Zombiejagd. I'll check this out next. Ja, bla. Haben wir jetzt keine Zeit für. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ava ist schon tot. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf Krawall gebürstet und möchte hier eigentlich mal ein bisschen losmarschen. I'm here.
take a quick look around. Ach, das Haus. Entschuldigung. Habe ich mich verfahren, wa? Na komm. Brav. Na komm, einmal ja so platt. Und rein ins Auto und ich bin ein schlechter Autofahrer, aber ich denke, in der Zombie-Apokalypse kriege ich einige Dinge ganz gut hin. Wie zum Beispiel Leute plattfahren. Also Zombies. Ja, per se keine Leute. I think we can eliminate the worst threats. Guess I'll follow you. Let's roll. Ja, du kümmerst dich dann mal darum, nicht? So, das war das. Dann gucken wir mal hier drüben in das Haus. Found it. Give people hope. I admire you. Thanks for coming together. I'm ready to leave now. See you around. Das war ja wirklich eklig. Meine Fresse. Ja, aber auch der ist nicht mehr. Ja, ich bin ein Reimemonster. So. Mal eben hier rein. So, jetzt müssen wir mal eben kurz gucken. Was ist denn da? Freund in Not. Go for it! I'm on the move. You can't do everything yourself. Come home and rest. Somebody else can. Ja, bla. Er ist in der Tat schon sehr müde. Aber es hilft ja nichts. Okay. Hello? Thanks. Time to go home. Thanks yeah. for coming to get me. Zombies on our right. Okay. I'll load it up. See you back at base. We'll see you soon. Ja, jetzt kommen aber ganz viele Zombies, meine Herren. Break a fucking skull! Meine Herren! Rein hier! Los jetzt! Ab ins Auto!
Solltet ihr jemals in eine Zombie-Apokalypse geraten, beherzigt bitte folgenden Tipp. Das wäre mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen. Lauft nicht alleine in der Gegend rum, verdammte Axt. Die Hälfte der Zeit bin ich hier unterwegs, um irgendwelche Pappnasen zu sammeln, einzusammeln, die irgendwo in der Gegend rumrennen. Rennt doch ums Verrecken bitte nicht einfach in der Gegend rum. Warum tut ihr das? Um mich zu ärgern? Um zu verhindern, dass wir vorankommen hier? Oder was? Oder wie? So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Jetzt bringen wir erstmal hier Elli Pirelli nach Hause und den Rucksack. Schon wieder eine Zombie-Horde. Ist doch zum Heulen. Und überall stehen leicht angeflammte Autos rum. Das liegt daran, dass ich Zombies so gerne platt fahre. Ist aber nicht unbedingt die beste Lösung. Der Wagen hier ist auch mehr lila. Eigentlich ist er blau, aber... So, Rini. Tür zu? Nein, wieso macht er denn die jetzt auch noch auf? Ist ja doof. Naja, die geht schon zu. Die haben wir gerettet. Du und Sophie seid jetzt Freunde, das freut mich. So, die mal eben ganz kurz durchladen. Ich lade mal ganz kurz den Kaffee durch. So. What else? Mal eben schnell auf die Karte gucken. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das, was wir jetzt noch schaffen. Oder? Was sagt der Taro? Schauen wir mal. Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Jetzt muss ich mal hier schnell gucken. Viertelstunde. Hervorragend. Dann machen wir noch schnell diesen Infektionsherd hier platt. Bla. So. Die sind ganz schön auf dem Vormarsch, die Zombies. Das muss ich jetzt mal ein bisschen unterbinden. Ich glaube, ich werde jetzt mir schnell dieses Haus hier noch schnappen. Ressourcentechnisch ist das, glaube ich, eine gute Idee. Hallo? Oh, ist aber viel zu durchsuchen. Das könnte bedeuten, dass wir hier die noch benötigten Ressourcen finden. Oh, super. Ja, aber wie? Okay. Oh, toll. Nahkampfwaffen. Ich hoffe, da ist auch ein bisschen Baumaterial dabei. So in so Lagerhallen, in so Gartenhäuschen ist das immer super. Weil da findet man natürlich auch sowas. Schauen wir mal. Ach, toll. Eins noch. Dann haben wir alles geschafft hier drin. Dann haben wir wieder ein Gebäude hervorragend geklärt. Nichts, das macht nichts, denn wir haben bis dahin echt schon viel gefunden. So, das hier ist ja eine Homebase von uns. Richtig? Dachte ich. Dachte, es wäre eine Homebase. Ja, das ist es doch. So, dann können wir mal gucken. Irgendwie ein Energy Drink oder ein Coffee. Ist das ein Coffee hier? Yes. So. Hervorragend. Tür zumachen. Denn auch wenn das bei unserer Homebase keinen wirklichen Effekt hat, hat es den aber sehr wohl bei Häusern. Wenn wir das nämlich rundum einmal einkasteln, also wirklich zumachen würden und dann noch hab ich von den Platten? Nö. Okay, und dann noch ein bisschen weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist weg.
Ist auch nicht wichtig dann. Achso, ja doch, genau, dann können dann nämlich noch welche rein. Ha, so, das wollte ich gesagt haben. Ja, 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 ja. Darf ich mir mal dieses Klo angucken? Das wird mir hier so als wichtiger Punkt irgendwie angezeigt. Ich weiß zwar nicht, warum. Aber machen wir mal. So, Freunde, jetzt gilt's. Ihre Rumpel stiehlt. Ab ins Klo. Ich glaube, das war keine gute Idee, oder? Was soll denn hier sein? Was soll denn auf dem... Jetzt mal ernsthaft. Was soll auf einer öffentlichen Toilette bitte für eine Ressource sein? Das muss mir jetzt mal einer erklären, ganz kurz. Da war schon mal genau nichts. Ich habe es durchgezählt. Zweimal. Wenn hier jetzt mal kein Zombie ist. Was ist denn hier mit dem Rucksack? Kann ich hier nicht, reingucken? Ihr wollt mich doch verarschen. Warum gehe ich denn hier hin? Könnt mich doch jetzt mal mumpeln, ehrlich. Mhm. Du weißt schon, dass ich hier stehe, ne? Das ist ein SWAT-Zombie. Das ist natürlich schlecht. Komm schon. Okay, wir müssen weg. Ich habe noch einen Termin. So, das war der SWAT-Zombie. Das war doch recht erfreulich. So. Was steht denn sonst noch an? Wir haben jetzt ziemliche Aufmerksamkeit erregt. Wir sollten jetzt hier mal ganz kurz weggehen. Und jetzt gilt es, ganz schnell hier rüber zu brausen. Ich brauche ein anderes Auto. Dieses hier will nicht so wie ich. Rinhi, komm. Wo bin ich denn? Moment mal. I'll check this out next. Nee, machst du nicht? You're pushing yourself like crazy. Come home and get some rest. Da will ich hin. Baumarkt? Quatsch.
hier hin? Denn noch ist es hell, noch kann ich ganz schnell diese Base umziehen. Los, 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 los. Ui, 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 ui. Ja, aber eine kleine Kampfsau hier, dieses Auto. Ah! Genau, mit dir lege ich mich im Moment nicht an, weil ich da gar keinen Bock zu habe. Und wo muss ich jetzt nochmal lang? Jetzt muss ich hier lang, ne? Hier hoch, genau. Da vorne kommt eine Kreuzung gleich. Da muss ich dann... Was ist denn? Bei Tag sieht es hier alles ganz anders aus. Das ist ja faszinierend. Noch, dann ist die so macht man eine Zombie-Horde platt. Wo ist denn jetzt diese potenzielle Heimatbasis? Das war doch nicht dieses Ding da. Nein. Moment mal. Irgendwie bin ich falsch abgebogen hier. Ist doch keine. Moment mal, wo muss ich denn hier hin? Wo ist denn dieses Haus hin? Hier war doch so ein cooles Haus. Warte mal. Jetzt warte mal. Was ist da unten? Was ist hier? Verdammt. Ja, hier war das. Da ist die Heimatbasis, die potenzielle. Oder? That ain't gonna work. Heimatbasis verlegen. This looks like the sort of place that would make a good home. Should I tell everyone to pack up? Yeah, I'm sure. Let's get everybody moving. Ich hab die Basis verlegt. Yeehaw! Moment mal, Ava ist hier? Bin ich nicht gerade im gekillt? Ah ne, die andere hieß so, ne? Ich weiß nicht. Irgendwen habe ich eben gekillt eigentlich, dachte ich. Hätte ich gemacht. Geil, das ist jetzt die neue Basis. Ich freue mich. Das finde ich cool. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob ich hier direkt auch schon was bauen kann. Denn im Moment... Hallo? Ach da. Schalafe Zimmer. Verwirrung. Wie macht man das denn? Can't do that right now. Alles wieder neu, alles ist interessant und verwirrend. Küche einrichten. Klar. Bibliothek reparieren, klar. Ist das? Schlafzimmer reparieren, klar. Puh. Und wir haben noch 1, 2, 3 Spots, um da was draus zu machen. Wir haben 3 Parkplätze, das finde ich ja mal geil. Okay, wir haben also eine Küche, wir haben eine Bibliothek, ein Schlafzimmer und einen Funkraum, jawohl. Hier könnten wir jetzt noch was hinbauen. Haben wir denn noch was? Schlafbereich, Krankenbereich. Einfache Werkstatt. Da fehlen uns die Erfahrungspunkte momentan. Hä? Okay. Was gibt es denn überhaupt noch für Gebäude? Trainingsbereich, Lagerbereich. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
und einen Essbereich. Cool. Wir haben jetzt hier schon eine einfache Werkstatt gebaut. Die beiden Räume hier werden gerade... Ach nee, die wird noch gebaut. 14 Minuten. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Koch. Koch ein großes Essen. Zusätzlicher Vitalitätsbonus für alle. Das machen wir glatt. Das dauert 30 Minuten. Das heißt, beim nächsten Gameplay-Video seht ihr auch, was wir da so getrieben haben. Können wir momentan nicht erweitern, den Wachturm, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben gerade ganz viel gemacht. Wir haben jetzt hierhin unsere Basis verlegt. Das heißt, hier sind wir jetzt zu Hause. Negative, Charlie 6. Say again, negative. Remain on station. My ass remain on station. These people are getting their asses handed to them. Mm-hmm. Do you hear me, Charlie Actual? Charlie Actual. Tja, da hat das Militär gerade aber ganz schön ein Problemchen am Arsch. Hier ist ein Zombie mit einer Schutzweste. Okay, cool. Also, das ist unsere neue Heimatbasis. Nicht dieses da. Können wir hier natürlich noch ganz viel um uns herum erstmal noch ein bisschen looten. Das werden wir im nächsten Video machen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denn, wie ihr seht, wir sind gerade erst umgezogen nach Marshall. Wir haben noch wahnsinnig viele Gebäude, deren Ressourcen wir ausbeuten werden. Schaltet also wieder ein. State of Decay geht auf jeden Fall weiter. Ich freue mich auf euch. Bis bald.